Liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zertifikate aktuell. Ja, die Zinsen, die sind im Moment historisch niedrig. Was heißt das für Anleger? Welche Möglichkeiten gibt es da? Was bietet auch der Aktienmarkt? Schauen wir uns alles genauer an. Und dazu begrüße ich ganz herzlich bei mir im Studio Anish Willems von der Commerzbank. Hallo, grüß Sie, Frau Gebel. Herr Willems, die Zinsen sind niedrig. Jetzt hat man ja schon gebetsmühlenartig schon im letzten Jahr eigentlich auch gehört. Dementsprechend ist die Aktie natürlich alternativlos, hieß es immer. Allerdings haben wir zuletzt an den Aktienmärkten ja ziemliche Turbulenzen gesehen. Da braucht man dann schon starke Nerven. Das ist nicht unbedingt jedermanns Sache. Würden Sie sagen, es bleibt so turbulent jetzt hier an den Märkten? Ja, also was wir jetzt gesehen haben, ist, dass sich tatsächlich wieder ein bisschen beruhigt. Unsere Analysten von der Commerzbank gehen auch davon aus, dass der DAX tendenziell weiter steigt. Das sehen wir hier auf diesen Charten nicht, dass er sich eigentlich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung befindet. Und die sehen Sie auch weiterhin intakt. Und was gehört zu einer Aufwärtsbewegung dazu? Eine Korrektur, die haben wir hier gesehen. Aber die Analysten geben erstmal Entwarnung. Es sollte jetzt weiter bergauf gehen. Nicht in der gleichen Dynamik, wie wir das bisher gesehen haben. Also so jedes Jahr 20-30% plus. Das ist nicht eventuell drin, aber ein leichtes Plus sollte dann auf Jahresbasis auf jeden Fall erzielbar sein. Aber es bleibt natürlich nicht aus, dass es immer wieder Phasen gibt, in denen die Märkte doch dann stärker korrigieren, so wie wir es jetzt gerade gesehen haben. Und das ist tatsächlich nicht jedermanns Sache. Und noch ein Wort zu den Zinsen, die Sie auch angesprochen haben. Die Zinsen sind zwar gerade niedrig, das ist aber nicht unbedingt das Problem der Anleger. Das Problem der Anleger sind nicht die niedrigen Zinsen jetzt, sondern auch die Aussicht darauf, dass die Zinsen weiter niedrig bleiben. Und das ist vor allen Dingen für jemanden, der Geld anlegen möchte oder Geld anzulegen hat, ein großes Problem, weil die Inflationsrate oberhalb der durchschnittlich sicheren Zinsen sind und damit verliert er jedes Jahr Geld. Und wenn ich das ein Jahr mal mache oder auch zwei, dann geht das vielleicht noch, aber so habe ich jetzt sukzessive im Prinzip Kapitalvernichtung jedes Jahr und da muss ich natürlich gucken, was ich da für Alternativen mache. Und da gibt es natürlich was, wo man nicht gleich sofort in Aktien gehen muss. Also Sie haben es schon angesprochen, dass es Möglichkeiten gibt, denn früher konnte man, als es noch Zinsen gab, da konnte man quasi sagen, okay, am Aktienmarkt habe ich vielleicht mehr Chancen, aber auch mehr Risiken, aber wenn ich das Geld sicher irgendwo am Sparbuch oder so parke, dann habe ich zwar nicht so einen großen Erlös, aber trotzdem dafür ist es da wenigstens sicher. Aber die Zeiten sind in der Form eben ohne tatsächliche Zinsen vorbei. Jetzt haben Sie schon gesagt, es gibt Möglichkeiten, wie man sich quasi verhalten kann, wenn man jetzt nicht unbedingt Lust hat, eben in den Aktienmarkt zu gehen. Was sind die jetzt mal so übergeordnet? Ja, also wenn wir uns das anschauen, dann spielen da vor allen Dingen die Discount-Zertifikate eine große Rolle, weil damit kann man einfach die Risiken am Aktienmarkt reduzieren, aber die Rendite nicht gleich auf ein Niveau von Bundesanleihen reduzieren. Nur zum Vergleich, Bundesanleihe, 10 Jahre hat aktuell ungefähr eine Rendite von 0,7%. Da sehen wir schon, in welchem Metier wir uns aktuell befinden. Ich gebe der Bundesrepublik Deutschland 10 Jahre mein Geld und bekomme dafür eine Rendite pro Jahr von 0,7%. Wenn wir das jetzt mal als sicheren Zins nehmen, dann sieht jeder, dass wenn man mehr als 0,7% haben möchte, muss man Risiken eingehen. Wenn ich gleich die Aktie kaufen möchte, da gibt es ja auch eine attraktive Beispiele, wo man 4 oder 5% Dividendenrendite bekommt, aber diese Schwankungen etwas reduzieren möchte, da genau spielt das Discount-Zertifikat seine Stärken aus. Das heißt also, hier kann ich dann im Prinzip, wenn wir das hier gerade sehen, auf den DAX investieren mit einer gewissen Rendite. Es darf noch nicht an der Börse richtig nach unten rauschen, dann mache ich erst Verluste. Aber das geht erst ab einem gewissen Level los, also hier ein bisschen Sicherheit dabei. Ja, Sie haben uns heute auch zwei Beispiele mitgebracht. Wir haben jetzt die mal quasi hier in der Tabelle auch mit aufgelistet, mit dem Kaufzeitpunkt, der Laufzeit. Ist beides auf den DAX? Wie unterscheidet sich es jetzt? Was hat es auch mit dem Cap auf sich? Ja, also hier sieht man ein gutes Beispiel. Ich habe 10% Abstand jeweils zum aktuellen DAX-Stand. Was heißt das? Geht der Markt 10% nach unten, habe ich mit dem Zertifikat noch keinen einzigen Cent verloren, zumindest auf Laufzeitende betrachtet. Und ich bekomme meine Rendite, die hier angegeben ist, einmal mit 3,4 und einmal mit 5,5%. Das heißt, da sieht man schon den Vorteil im Gegensatz zu einer Aktie. Wenn ich eine Aktie habe und die hat 4% Dividendenrendite und der Markt geht 10% nach unten, dann habe ich 6% verloren. Wenn man das mit dem Discount-Zertifikat vergleicht, hätte ich hier 3,5% gewonnen. Das heißt, man sieht, ich hatte eine deutliche Outperformance, rauscht es aber richtig nach unten, dann ist man tatsächlich auch ab den 10% mit Verlusten dabei. Das heißt, also da muss der Anleger darauf achten, dass er da den Cap richtig wählt. Was besonders ist an diesem Vergleich hier, ist nicht zwangsläufig unbedingt auch das Discount-Zertifikat mit den 10% Abstand, weil wir sehen hier, die beiden Zertifikate hatten zum jeweiligen Zeitpunkt, einmal im Juli und einmal im Oktober, jeweils 10% Abstand zum aktuellen DAX-Stand. Soweit so gut, dann jeweils ein Jahr Laufzeit. Also von daher, die Zertifikate waren von der Ausgestaltung her völlig identisch. Nur, es war ein anderer Zeitpunkt, einmal Juli, einmal Oktober, der dafür gesorgt hat, dass das Zertifikat im
Juli eine Rendite hatte von 3,4% und im Oktober 5,5%. Jetzt fragt man sich natürlich, woher kommt das? Warum ist das Discount-Zertifikat mit der gleichen Ausgestaltung im Oktober attraktiver als im Juli? Das hängt einfach mit der Volatilität zusammen. Das heißt, wenn die Märkte etwas nervöser werden, dann steigt in der Regel der Nervositätsgrad an. Den, sagt man an der Börse, ist in der Regel abgebildet durch den VDAX, den Volatilitätsindex. Und das ist gut für jeden, der neu einsteigen möchte in Discount-Zertifikate. Und hier sieht man mal ein gutes Beispiel, wie sich dieser Effekt auswirken kann im baren Münze. Das heißt, hier mache ich deutlich mehr Rendite. Es ist nicht ganz doppelt so viel, aber 5,5 versus 3,4%. Wenn ich einfach nur im Prinzip zu einem anderen Zeitpunkt kaufe. Das heißt, jeder, der... Jetzt leider aber schon am Ende der Sendung und wir dürfen leider nicht allzu sehr überziehen. Ganz kurz noch zwei Worte zu den Risiken. Ja, also wenn der Markt stärker als 10% fällt, dann mache ich auch mit einem Discount-Zertifikat Verlust. Das darf nicht passieren. Und es sind Zertifikate, das heißt Emittentenrisiko berücksichtigen. Also Risiken müssen wir natürlich am Schluss noch erwähnen. Herr Willem, vielen herzlichen Dank für Ihre Ausführungen. Gerne. Liebe Zuschauer, soweit unser Zertifikate aktuell zum Thema, was tun bei niedrigen Zinsen. Also Sie haben es gehört, es ist natürlich doch auch einiges möglich, allerdings die Risiken auch im Auge behalten. Und die ganze Sendung gibt es auch jederzeit nochmal unter www.drf.fm. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.